wieder Anne von den Lichtkräutern aus Hamburg und heute stelle ich euch eine wunderschöne, magische, großartige Heilpflanze vor. Viele werden sagen, wie, die wächst doch an jedem Straßenrand, die wächst in Parks, die wächst an Waldrändern, das stimmt. Und wenn ihr sie einmal kennt, könnt ihr sie nutzen. Das hier ist das Johanniskraut. Im Moment ist es ganz schön zu erkennen, sie blüht gelb, sie blüht aber nur im Sommer. Das ist ärgerlich, was macht ihr also, wenn kein Sommer ist? Es gibt einen einfachen Trick, ihr pflückt ein Blatt und haltet es gegen die Sonne. Und dann seht ihr, dass dieses Blatt wie von ganz vielen Stecknadeln durchstochen ist, also ganz viele Löcher, durch die das Licht reinkommt. Daher der Name Tüpfel-Johanniskraut. Und dieses Bild, das Licht kommt rein, ist auch ein Bild für die Art, wie das Johanniskraut wirkt. Das Johanniskraut kennen viele als Antidepressivum, als Stimmungsaufheller und ihr könnt euch das so vorstellen. Wir hatten ja schon die Ringelblume, die die Traurigkeit aus dem Solarplexus löst. Johanniskraut löst sie aus dem Herzen und es lässt das Licht in eure Seele rein. Es lässt uns wirklich, wenn wir Johanniskraut innerlich einnehmen, werden wir lichtempfindlicher. Das heißt, gerade im Hochsommer, selbst wenn man in Hamburg ist, muss man aufpassen, dass man sich gut vor der Sonne schützt, weil das Johanniskraut lässt das Licht durchscheinen in eure Seele, aber auch eure Haut wird lichtempfindlicher. Das ist eine wunderbare Heilpflanze. Zum einen stärkt sie wirklich die Nerven, macht uns widerstandsfähiger, resistenter gegen den Stress unserer Zeit, hilft bei Ängsten, Depressionen und auch hyperaktive Kinder kann mit dieser Pflanze viel anfangen. Den Müttern empfehle ich gerne, dass aus dem Johanniskraut, das Rotöl, auf die Füße zu massieren oder auf die Nieren. Und ich habe mal in einem Krankenhaus unterrichtet und die Krankenschwester sagte, ja genau, die hat mit psychisch auffälligen Kindern gearbeitet, in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie und sagte, sie machen diese Fußmassage mit Johanniskraut auch, weil sie festgestellt haben, dass die Kinder ruhiger sind und weniger Medikamente brauchen, aber auch für den Hausgebrauch. Das Johanniskraut macht tatsächlich ein rotes Öl und das liegt dann an diesem Farbstoff Hypericin. Wenn man die Blüte zerreibt, dann sieht man, dass das rot färbt. Und wenn man diese gelbe Blüte, man glaubt es kaum, in Olivenöl einlegt oder in jegliches andere Öl, färbt sich dieses Öl rot. Und früher haben die Mädchen gesagt, das als Liebesorakel genommen und haben gesagt, wow, liebt er mich oder nicht? Wenn sich das rot färbt zwischen meinen Fingern, dann liebt er mich. Hat sie natürlich immer geliebt, weil es immer rot geworden ist. Das Hypericin, dieser Stoff, ist immer drin. Johanniskraut kann man einnehmen, nicht nur als Kapseln, man kann es auch wirklich als Tee trinken, mit Blüten, mit Kraut, mit allem, was da dran ist. Man kann es aber auch als Tinktur einnehmen. Und es gibt einige Nebenwirkungen, die man vorher abklären muss. Johanniskraut darf nicht genommen werden, wenn man die Pille nimmt. Es gibt viele Johanniskraut-Babys, es setzt die Wirksamkeit der Pille herab. Es setzt auch die Wirksamkeit von Herzmedikamenten herab oder von Epilepsiemitteln. Und auch Blutdruckmedikamente können stärker verstoffwechselt werden. Johanniskraut regt die Leber an und die Medikamente werden dann anders wirksam. Das sind also Kontraindikationen. Ansonsten, Johanniskraut, ein großes Nervenmittel, stärkt die Nerven, schützt vor Depressionen, das ist das Licht in unserer Seele, ja. Was macht es noch? Es ist eines der am besten wirksamsten pflanzlichen Schmerzmittel, die ich kenne. Sowohl dieses rote Öl auf die schmerzenden Stellen auftragen, Johanniskraut dringt in die Nervenenden ein und vermindert die Schmerzweiterleitung. Außerdem wirkt es entkrampfend, entspannend, wärmend auf die Muskulatur und es schützt uns, witzigerweise, es macht uns lichtempfindlicher, ja, aber das Rotöl schützt uns auch nach Sonnenbrand. Es schützt unsere Haut vor Strahlenschäden danach. Und das ist ganz spannend. Ich komme ja auch aus der Krebsheilkunde. Und Johanniskraut, dieses Rotöl aufgetragen vor oder nach der Bestrahlung, dann haben die Patienten keine Strahlenschäden, keine Verbrennungen. Und auch beim altmodischen Sonnenbrand kann man das gut nutzen. Schmerzmittel hatte ich gesagt, auch die Tinktur aus dem frischen Kraut hergestellt, ist eines der am stärksten, wirksamsten pflanzlichen Schmerzmittel, die ich kenne. Es lindert die Schmerzen und das Gute ist, wenn man nicht eines der vorher genannten Medikamente einnimmt, kann man Johanniskraut als Schmerzmittel alle 10 Minuten 5 Tropfen einnehmen, als Urtinktur.
Die einzige Nebenwirkung, man wird lichtempfindlicher und die Abwehr wird gesteigert. Letzte wichtige Wirkung von Johanniskraut, es ist eine der Pflanzen, die gezielt auf den Herpes Zoster Virus, auf den Gürtelrosenvirus wirken. Auch da starke Schmerzen, es wirkt als Schmerzmittel, aber es hilft gegen Herpes, sowohl am Auge als Aufguss, als auch innerlich oder als Öl aufgetragen. Ja. Wirksame, wunderschöne, sonnige Heilpflanze, ich liebe sie. Wer mehr wissen möchte, guckt wie immer unter www.lichtkräuter.de. Und ihr seht, er liebt mich, meine Finger sind total rot.